Hallihallöchen, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Was müssen wir hier machen? Abgeben. Die Weise Hochmesa wird vermisst. Genau hier ist sie. Friede sei mit euch. Ein würdiges Ende. Die Magna Tauren bei den Höhlen des Todes haben sich mit einer Seuche infiziert. Wir müssen die Ursache finden, doch zuerst müssen wir ihrem Leiden ein Ende setzen. Tauren, ihr müsst in Richtung Norden die Hänge vor uns hinaufsteigen und so viele der armen Kreaturen erschlagen wie möglich. Die Sonne euch bescheinen. Ja, das machen wir. Liebe Leute, mir ist leider mal wieder ein kleines Malörchen passiert. Ich muss näher ran. Und zwar habe ich eine Folge Risen aufgenommen. So weit, so schön. Nur leider habe ich die Audioeinstellung von WoW Retail übernommen. Und das bedeutet leider, dass jetzt in den, in den drei nächsten, oder ich glaube wahrscheinlich habt ihr das, nee, das müsste auch aktuell sein jetzt, wenn ihr das hier seht, weil ich gerade momentan wieder irgendwie gar keinen Vorlauf an Parts habe. Das heißt, ihr müsstet das sehen, also die jetzigen Parts von Gothic 3. Da habe ich es einfach verkackt, ne? Ganz simpel gesagt. Ich habe die Audioeinstellung hier übernommen. Und hier mache ich, also in WoW ist der Ingame-Sound lauter als in Gothic. Und das bedeutet, dass ich immer den Ingame-Sound in WoW mehr reduzieren muss. Das ist zu weit entfernt. Als in Gothic. Und wenn ich das halt verkacke, dann ist der Ingame-Sound in Gothic zu leise. Ich meine, jetzt hat hier auf diese Situation jetzt hier keine Auswirkung, weil ich jetzt hier gerade, jetzt gucke ich wieder, ja, minus 11,1 dB. Hier ist es richtig. Aber halt, wie gesagt, ich habe es halt ich hab's halt in Bezug auf Gothic verkackt. Und da ich heute keine Aufnahmesession mache und das irgendwie auch, keine Ahnung, euch gleichzeitig mitteilen wollte, war das halt jetzt hier eine perfekte Möglichkeit, um euch das zu sagen. Ist ärgerlich, mich ärgert das immer wahnsinnig, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es nützt ja nichts. Irgendwie halten die mehr aus als diese Mammuts. Aber insgesamt halten sie alle nichts aus. Zack. Easy. Diese großen Würmer, die baue ich noch nicht. Die sind so verteilt. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Die halten weniger aus als diese komischen Giftspuckerviecher. Ja, komm.
komme genau dorthin gekrakelt, wo ich gerade am Kämpfen bin. Oh. Ah, nur 1,62 durchschnittliche Verkaufsrate. Von daher. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was das für eine Aussagekraft hat, hier diese 1,62. Heißt, es ist 1,62 Stücke am Tag davon für diesen Preis verkauft werden? Zumindest im Median, also im Durchschnitt. So verstehe ich's. Krass gleichzeitig leben. Ich weiß noch, als Shadowlands rauskam, da war ich gerade mit dieser Tankskillung so ultra zufrieden. Und dann wurde ja halt alles resettet, dann war ich plötzlich nicht mehr 80, sondern halt nur noch Stufe 40. Und ich hatte nicht mehr die ganzen schönen Abilities, die ich für diese Tanks Back gebraucht habe. Und das war halt auch irgendwie eine Katastrophe. Komm, ich hole den von hier. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das sind halt jetzt ein paar weniger. Mehr als die zwei brauche ich ja sowieso nicht. Von daher. Weswegen ich hier auch hingekommen bin, ist natürlich die Mine. Da muss ich bestimmt später noch hin. Was ist das hier? Ein Arktishase. Ich würde wetten, dass ich schon im Besitz eines solchen Arktishasen bin. Ja, eins von drei. Den habe ich schon gesammelt. Also ich erinnere mich an eine Quest, da musste man diese komischen Tundra-Kriecher mit einer Bombe zum Explodieren bringen und muss dann ihr Fleisch aufsammeln. Ich weiß nicht, ob das nur Allianz-only war. Haltet die Seuche auf. Ich bin davon überzeugt, dass die Seuche von etwas ausgeht, das in den Höhlen dort oben sich befindet. Krieger, nehmt diese Samen. Normalerweise verwende ich sie zum Schutz gegen die Geißel. Doch vielleicht kann man mit ihnen auch die Höhlen von all jenem Übel befreien, die dort vor sich gehen. Findet den Quell dieser Seuche und werft sie dort hinein. Ich denke, das ist da, wo diese Seuchenkessel, wo ich die gerade gesehen habe. Manchmal verstehe ich die Quests nicht, warum die so simpel sind. Bei manchen Sachen, also da hat sich Blizzard ja auch um 180 Grad gedreht, ne? Früher bei Vanilla Drop waren die Quests so schwierig, was heißt schwierig, aber langatmig. Schwierig ist ja der völlig falsche Begriff. Es war einfach eine Plackerei, das zu machen. Es war nicht anspruchsvoll, irgendwie denkanspruchsvoll, sondern es war einfach, ja, langwierig. Und das war dann entsprechend nervig. Und jetzt
Wird dir alles gefühlt hier von den Quests hinterhergeschmissen. Findet Borstenhorn. Borstenhorn hätte schon längst zurückkommen sollen. Der andere Grund, wieso wir hierher gekommen sind, war die Untersuchung des Gebäudes der Geißel im Westen, das vom Himmel gefallen ist. Er ist impulsiv und hat sich höchstwahrscheinlich in Schwierigkeiten gebracht. Geht dorthin und findet ihn bitte. Gefallene Nekropole. Von der gefallenen Nekropole im Westen kann man nur annehmen, dass sie noch immer voll von Schergen der Geißel ist. Während ihr in Tal Ramas seid, Krieger, möchte ich euch bitten, alle Diener des Lichtkönigs zu erledigen, die ihr dort und in den umgebenden Teichen finden könnt. Habt günstige Winde. Ja. Aber erstmal gebe ich jetzt die ganzen Quests hier ab, die ich in Tinkalee bekommen. Abgegeben habe. Ist das überhaupt. Heißt es Tinkalee oder Tankalee? Ich kann es halt hier. Da ist der scheiß Fragezeichen drüber. Kann man da nicht lesen. Aufkönnen. Flutebenen. Taunkalee. Und irgendwas Blitziges habe ich gerade bekommen. Macht des Sturms. Keine Ahnung, was das soll. Ach so, das ist das Ding für die Elementarquest, die ich gemacht hatte, ne? Die Offiziere. Es ist bekannt, dass Ritzelmeister Mechasot 4 Offiziere hat, welche die Roboter in den Teichen kontrollieren. Wir müssen ihnen ein Ende machen. Unsere Fernläufer und Schneefährtenleser behaupten, dass, falls man die Ventile an West-, Nord-, Zentral- und Südstationen zudrehen sollte, seine Offiziere auf den schnellsten Wege herbeieilen würden, um zu verhindern, dass man ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. Die genannten Stationen befinden sich bei den rotierenden Lichtern in den Teichen um die Pumpstation herum. Beeilt euch. Wir sehen uns wieder. Jawohl. Seid gegrüßt. Auf bald. Mögen euch die Winde leiten. Schlechte Erde. Die weise Aere glaubte, dass, falls wir die Bälge mit der verdorbenen Erde außerhalb der Tempelstadt härten, sie daraus einen Mantel herstellen könnte, durch den die meisten Diener der Geißel eure Gegenwart ignorieren werden. Ihr solltet dann gut dazu passen, meint sie. Sie wird besser recht haben. Es ist die einzige Chance, die wir haben, um Informationen zu sammeln und einen Gegenschlag zu planen. Ihr solltet die Erde, die sie benötigt, in den Gegenden südlich und westlich der Festung finden. Bringt sie zu mir, wenn ihr genug gesammelt habt. Also ich bin ein bisschen überrascht, wie umfangreich dieses Questgebiet hier ist. Ja, wir sind immer noch nicht ansatzweise anscheinend hier fertig. Wir kriegen eine Folgequest nach der anderen hier. Also... Ich glaube, wir werden Level 50 hier in diesem Gebiet. Besiegt den Ritzelmeister. Dieser Ritzelmeister Mechasot ist ganz offensichtlich nicht mehr bei Trost. Wenn seine sogenannte Heilung und Unsterblichkeit bedeuten, dass alle von uns zu Robotersklaven werden sollen, dann muss man ihn aufhalten. Die Winde, die mir den Weg weisen, flüstern mir zu, dass er sich auf dem Dach der Pumpstation in der Mitte des Teiches gen Westen befindet. Höchstwahrscheinlich befindet er sich in dem Führerhäuschen ganz oben auf dem Gebäude, geht dorthin hoch und untersucht sein Zeug. Ihr müsst Mechasot entgegentreten, wenn wir überleben sollen. Möge die ewige Sonne, das sind die Seelen, die wir hier irgendwas haben. Keine Ahnung. Extrahiert. I don't know. Joa. Hier die Erde einsammeln. Mach ich das jetzt mal? Oh, hier ist noch eine Quest. Habe ich eine Quest nicht angenommen? Ja. Ihr wollt sprechen? Der Kollaps. Ich habe Alluvius mit Hilfe des Horns des Elementarfuhrers erschaffen und gebunden. Geht zum südlichsten Schlundloch und lasst das Horn erschallen. Er wird seinem Ruf gehorchen. Das Erdbeben, das Alluvius hervorrufen wird, sollte die nerubischen Tunnel zum Einsturz bringen und ihren Flankenangriff ein Ende setzen. Ich wäre nicht überrascht, wenn sich der Hauptmann der Neruba nach dem Erdbeben zeigen würde. Sollte der Einsturz der Tunnel ihren Angriff nicht zum Halt bringen, würde ein Sieg über ihren Anführer in dieser Hinsicht sicherlich Erfolg haben. Ja, ihr seht's, wir kriegen hier eine Quest nach der anderen. Wir haben hier vorhin dieses ganze Gebiet, da haben wir vorhin komplett gequestet in den letzten paar Parts. Und einmal komplett, ich glaube sogar schon zweimal hier Quests abgeschlossen. Und jetzt geht's wieder von vorne los. Also mich stört das nicht, mir macht's gerade wirklich Spaß, diese Quests hier zu absolvieren. Aber ja... Anscheinend soll ich hier noch ein bisschen länger bleiben. In der boreanischen Tundra. Und irgendwie tut's mir auch leid, dann nach Shadowlands wechseln zu müssen. Ich hätte irgendwie mehr Lust, tatsächlich jetzt gerade wieder
in Nordend zu bleiben, aber das geht natürlich nicht. Ich möchte irgendwie auch nochmal das Shadowland-Gebiet irgendwie ein bisschen besser kennenlernen, vor allen Dingen, weil ich jetzt momentan von meinem Hunter, gar nicht mehr spielen kann, weil mir da komplett die Zeit zu fehlt. Im Dezember durch habe ich es noch geschafft, meine Weekly da zu machen. Ich war tatsächlich auch so ein bisschen drin in mystischen Dungeons, aber jetzt seit Januar, im Februar, das kannst du so vergessen. Also, nein. Keine Zeit, keine Chance. Das, was ich zocken kann an Zeit, das stecke ich dann einfach in dieses Let's Play. Das ist es mir wert. Liebe Leute, wir hören uns übermorgen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Kakao.